lassen. What's all this nonsense about evolution and being worthy? What does she mean? Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Okay, die haben fertig geschwafelt. Tja, und damit können wir, glaube ich, begrüßen, ne? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass wir synchronisieren, aber... Ach, ich meine, das ist jetzt hier so eine Sache, ne? Ja. Machen wir? Kann ja mal. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie man steuert. Ah, ich habe die Karte gefunden, sehr schön. Meta. Also, so geht das, ja. Zielen, nicht zielen, zielen. Passt. Wunderschön. Denke ich. Nimmst du deine Stimme auch auf? Ja, läuft noch immer. Das ist gut. So, dann muss ich noch... Ach, da war die Karte. Zielen, nicht zielen, zielen, nicht zielen, zielen. So. Wunderschön. Sehr schön. Dir geht's schlecht. Irgendwie. Ja, ich halte mir sogar meine Brust. Oh, 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 was drücke ich denn hier? So, so, besser. Ja gut, wir werden schon was finden, denke ich. Wie rennt man denn hier nochmal? Ach ja. Come on. Falscher Knopf. Wie macht man denn die Karte an? R2. Ah. So. Lass das einfach mal als lustigen Mitschnitt drin. Kannst du gerne machen. Oder ich zerschnibbel das ein bisschen, damit es ein bisschen kürzer ist. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Resident Evil 5. Hallo. Hallo. Total übermotiviert begrüßt. Ach, ich habe hier einen Stuhl, da ist ein Fragezeichen dran. Ach, jetzt fange ich ja schon direkt mit dem Spiel an, ohne zu verklickern, dass wir absolut keinen Schimmer mehr haben, um was es geht. Ja, also ich habe eben noch mit ach stimmt, hier ist so ein Typ rumgelaufen, wo man mit einem Flammenwerfer machen musste. Richtig. Ne? Ah. Der war infiziert, also, oder der hat dieses Ouroboros-Virus, glaube ich, heißt es, der hat das bekommen. Dann hat sich herausgestellt, er wurde kein Supermensch, sondern irgend so ein komisches Wabbelviech. Und das haben wir dann mal weggefackelt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, jetzt, wo ich hier diese Umgebung so sehe, dann so, weil vorher konnte ich mich nämlich nur an diesen komischen Kampf erinnern auf dieser runden Plattform. Ja, genau. Da war was, ja, richtig. So, ich gehe jetzt mal an den Stuhl da und guck mal, was da. Fragezeichen. Guck mal, ich kann mich setzen. Och, wie nett. Warum tut Seit man Beginn das? Dieser Mission hat es keine Verschnaufpause gegeben. Das ist doch offensichtlich ein Stuhl, womit man gefoltert wird oder sowas. Ja, also, oder sieht auf jeden Fall nicht sehr einladend. Wenn ich mir das hier oben mal angucke, ich ziehe mal drauf, diesen Beutel da, da ist bestimmt dieses Ouroboros-Zeug drin. Ich meine, auch der Typ saß da. Kannst du dich auch da drauf setzen? Was macht denn deine? Was macht ein Donkey Kong? Boah, Donkey Kong sieht ziemlich donkey-mäßig aus. Ich will aus. Gar nicht wissen, wozu der benutzt wurde. Und der guckt ganz komisch dabei. Ich glaube, da gibt es irgendwas zu lesen da um Ecke. Ja. Aber ich denke mir, hier wird nichts mehr rumliegen, ne? Ich weiß, hier ist sogar eine Leiter. Weiß ich nicht, ob in die andere Richtung nicht auch noch irgendwas war. Soll ich gerade mal gucken? Das kannst du machen. Ich bleib so lange hier stehen, rühre mich nicht vom Fleck, rüste vielleicht mal meine Megapistole aus. Deine Megapistole? Nein, nicht mit Envy Norbert. Hast du nur irgendwas zum Heilen oder so? Nee, ich habe gerade geguckt. Ist nichts mehr da. Vielleicht finden wir aber noch was hier irgendwo. Ansonsten musst du sehr, sehr vorsichtig sein. Quatsch. Nee, hier ist nix. Du bist ja auf dem Weg, dann laufe ich schon mal zwei Schritte weiter. Obwohl, hier ist eine Tür. Ich bin mir da nie so sicher, wenn man durch eine Tür durchläuft, ob die nicht hinter einem zufällt. Ja. Vor allem nicht bei so Resident Evil Spielen. So, du bist nicht mehr weit weg. Ich traue mich mal in den Raum hinein. Ist nichts passiert. Hier liegt Munition. Schrotgewehr und was ist das hier? Maschinengewehrmunition. Da sind, wie heißen die? Röntgenaufnahmen? Ja, ich hatte irgendwie nur das englische Wort im Kopf. Die X-Strahlen. Ja, die X-Rays. Genau. Dokument lesen. Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Seite 1.
Achtung, diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für den korrekten Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Der Gebrauch des Virus zu Zwecken, die nicht in dieser Anweisung aufgelistet sind, kann zum Tod führen. Das ist wie bei jeder normalen Bedienungsanleitung. Vorsicht, Strom kann tödlich sein. Die Verabreichung des Virus an eine Versuchsperson führt in der Regel zum Tod derselben. Die Versuchspersonen sind also mit Bedacht auszuwählen. Beim Gebrauch des Virus sind die hierin enthaltenen Anweisungen genauestens einzuhalten. Also Männer denken sich dann, Bedienungsanleitung, weg damit. Weg damit, genau. Die Dosierung ist abhängig vom Körpergewicht der Versuchsperson. Siehe folgende Tabelle. Erst dann, wenn was schiefgelaufen ist, guckt man da nämlich rein. 60 Kilogramm oder mehr, eine Flasche. 40 bis 60 Kilogramm, zwei Drittel Flaschen. Flasche? Das zwei Drittel einer Flasche. 20 bis 40 Kilogramm, halbe Flasche. 20 Kilogramm oder weniger, ein Drittel Flasche. Nach der Injektion des Virus können bei der Versuchsperson folgende Symptome auftreten. Ach guck mal, das ist ein Beipackzettel. Schwitzen, schwerfälliges Atmen, Delirium und oder Verwirrung. Punkt. Und das ist ja wenig. Häufig wurde beobachtet folgendes. Das ist ja wenig. Also hier nur so 1, 2, 3, maximal 4. Das ist wenig. Das gefaked alles. Im Körper der Versuchsperson erkennt das Virus dessen DNA und passt sich ihr an. In dieser Phase geht das Virus in einen Ruhezustand über. Nach der erfolgreichen Anpassung an die DNA beginnt das Virus mit der Assimilierung organischer Materie aus seiner unmittelbaren Umgebung, die dem Wachstum dient. Die unmittelbare Umgebung einer fehlgeschlagenen Verabreichung ist extrem instabil. Forscher sollten die Gegend in der Nähe der Leiche der Versuchsperson evakuieren und den Leichnam verbrennen. Das Virus verwandelt die inneren Körperzellen der Versuchsperson in egelartige Pusteln, die durch die Haut ausgestoßen werden und dabei das Testobjekt komplett verzehren. Yummy. Dieses Wesen weist nur primitive Intelligenz auf und ernährt sich ausschließlich von organischer Materie. Einzeln stellen die Pusteln keine Bedrohung dar, aber in größeren Mengen werden sie für andere Lebewesen zur Gefahr, indem sie versuchen, sich von diesem zu ernähren. Das Virus ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Wenn sich das Virus nicht an die DNA der Versuchsperson anpasst, ist dies umgehend der zuständigen Abteilung zu melden. Wenn das Virus von der DNA der Versuchsperson abgestoßen wird oder Komplikationen bei der Entsorgung der Leiche auftreten, wenden Sie sich bitte an die im Anhang aufgeführte Abteilung. Sie werden dann Anweisungen zur Bewältigung der Situation erhalten. Wie ist der Spruch bei Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen? Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker? Ja, bei Risiken und Nebenwirkungen. Risiken, ja, richtig. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aber da sind safe und da ist was drin. Ein Saphir. Guck mal, direkt wieder Knete. Noch keine 20 Minuten gespielt. Knete. Hier auf dem, das zweite. Der Röntgenbild? Wie der Name. Meinst du das hier? Ja, genau. Das sieht aus wie ein Hund oder sowas. Also so ein Becken von einem Hund oder einer Katze oder was. Ja, Becken hätte ich jetzt auch gesagt, aber also das hier ist auf jeden Fall das Menschliche. Ja. Der Kenner würde sich jetzt sagen, würde, ja, aufgrund der Form von XY ist das weiblich oder männlich, aber ich sage, das ist ein Becken. Ja. Was haben wir hier? Ein Brustkorb? Das ist Brustkorb. Das hier ist der Hals. Ja, so Nackenwirbelzeug. Tja. Halswirbel. Hm. Und das sieht aus wie, ich finde, das sieht aus wie ein Mensch-Hund-Hybrid. So, komm, lass mal gucken, ob wir was finden, um dich zu verarzten. Kann ja nicht sein, dass du da rumläufst, als hättest du Magenschmerzen. Tja. Hier ist schwarze Suppe auf dem Boden. Bah. Da geht eine Treppe hoch. Ich glaube, ich nehme doch mal lieber die Pumpgun. Die könnte hier in den Gängen ziemlich nützlich sein. Da liegt wieder Munition. Ist, glaube ich, wieder Maschinengewehr. Jo. Ich weiß nicht, ob das draußen ist oder über uns. Also über uns. Mir. Dö. Hier ist eine Tür für zwei Personen. Da sind wieder Geräusche. Und ich habe noch nicht mal Come on gesagt. Ich höre Lachen. Ich habe da letztens schon mal von unseren Nachbarn über uns was anderes gehört. Aha. Aber ja, genau das. Mhm. So ähnlich wie ich von meiner Nachbarin in regelmäßigen Abständen nachts um 3:30. Cool. Oh Gott. So, wie hole ich nochmal? So. Da ist was zu heilen. Das war die Katze. Ha? Du musst L2 und dann R1. Wie ihr seht, wir kämpfen ein wenig mit der Steuerung. Ich finde, die ist nicht wirklich intuitiv, die. Ich glaube, es dauert nur wieder seine Zeit, bis du reinkommst. Ich bin voll. Du hast gerade irgendwas aufgenommen, glaube ich, was. Ich habe Pistolenmunition. Ja, und dann glaube ich noch was. Schrotgewehrmunition. Ja, dann gib mal rüber.
Bitte schön. Supi. Jetzt bin ich aus dem Menü raus. Ja, so. Dann komm. Ah, nee, du bist ja, ich voll. Ich bin ne? voll, ich bin voll. Ich mach ich mich aber voll. Trotzdem an, ne? Ja, sicher. Ich bleib einfach nebendran okay. stehen, dann kriege ich noch ein bisschen was ab von diesem wunderbaren Duft. Wow. Ich bin so voll. Das hat's ja jetzt echt gebracht. Ja. Aber wenigstens hält er sich nicht mehr seinen Bauch. Ja, ich glaube, dann läuft er auch wieder ein bisschen schneller. Nächste Tür. Machen wir mal langsam auf. Ich kann mal wieder die Karte anmachen. Karte. K-A-D-D. Ja. Hier sind noch ein paar Boxen. Kisten. Zack. Gold. Und noch mehr Gold. Mann. Was ist das für Musik? Guck mal. Sieht ja, genau. Weiß ich nicht. Und da von rechts wird geschossen. Ach so? Glaube ich. Oh ja. Jedenfalls habe ich hier so ein Prinzip jetzt. Ja, die schießen eindeutig. Kann man hier. Nee, das. Du kannst gegen die Wand, aber du kannst dann auch raus, aber so richtig zielen kannst du dann nicht. Jetzt lern's nach. Aua. Ja, toll. Funktioniert ja super. Ich löse mich mal wieder. Ich habe ja richtig viel Energie wieder. Ist ja der Wahnsinn. Mädchen, wo zielst du denn hin? Auf seinen Kopf. Ich treffe nicht. Wo will der jetzt hier rum? Weiß ich nicht. Ich habe mal im Po geschossen. Aber ich treffe. Ausweichrolle. Hui. Jetzt ist er runtergefallen. Ist da noch einer? Oh. Ja. Den habe ich aber. Ein bisschen, oh ja, gut. Okay. Ja, jetzt sind wir ungefähr gleich auf. Den zweiten habe ich getroffen. Die Frage ist jetzt nur, die ich mir stelle: Was macht das da oben? Ja, das gab's wird wahrscheinlich. Oder können wir mal da drauf schießen? Es gab ja. Es gab eine Schnellauswahl. Wusste ich's doch. Ich will da nicht drauf schießen. Nicht zu nah ran. Ich will da nicht drauf schießen. Warum? Ja, da ist noch einer. No. Toll. Richtiger Mongo, ne? Du musst mich. Ja, ich versuche den nur schnell auszuschalten. Ja, du bist jetzt. Ich bin gleich hinüber. Retten! Oh nein! Hat er mich jetzt erschossen? Wie? Du wurdest erschossen und ich bin dann gestorben, weil du mir nicht mehr helfen konntest. Ja, ich meine, das fängt ja mal echt gut an, ne? Das ist der Wahnsinn. Weil dann machen wir das eben nochmal, ne? Also ich. Fertig. Oh Gott! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ah, okay. Jetzt wissen wir ja, was uns erwartet. Ja, und wir sind auch wieder ein bisschen in der Steuerung drin. Ja, jetzt kannst du hier nochmal dein Yam-Yam holen. Super lecker Kraut. Und ich lasse mich nicht direkt wieder über den Haufen schießen. So, ich werde jetzt aber mal noch nicht das Kraut nehmen. Ich warte erstmal ab, bis wir da mal zueinander gekommen sind. Ich könnte ja mal, pass mal auf, ich habe hier noch das Gewehr mit. Ach, von hier aus, oder was? Sind die Heinis? Die stehen da noch gar nicht. Schätze mal, die kommen erst, wenn die Tür zu ist. Da sind sie. Da ist einer zumindest. Bam! Nein. Nein. Aua. Bam! Ja, guter Schuss. Mit der Pistole auf die Entfernung, aber da war ja noch ein dritter. Ja, ich bleib mal hier stehen. Ja, in der Tür. Ich guck mal hier den Flur runter. Da! Oh, zwei sogar. Oh, ins Knie geschossen. Einer ist gestürzt. Ist tot? Oh, der hat's auf jeden Fall hinter sich. Ja, der ist nur umgefallen. Ja, der lag so lange da am Boden. Ey, hörst du auf, dich zu ducken? Prima. Die sind irgendwie schwer. Superb. Die sind doch ein bisschen weiter weg, ne? Also, ich hatte jetzt. Ja, aber die sind. Also, die sind so. Easy peasy irgendwie. Die haben nicht viel Energie. Ja, wer weiß, was du in deine Piffpuff da reingepackt hast. 50 Schuss auf jeden Fall. So. Will ich wissen, was das da oben ist? Kann ich die Tür hier öffnen? Kann ich. Nee, die Mine wollte ich jetzt nicht platzieren. Da sind zwei Kisten. Das macht Geräusche. Schrotgewehrmunition und Pistolenmunition. Die kannst du dann wieder. Halt mal hier. Die Tür ist wieder zugegangen. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Ich glaube, die gehen immer zu. Achso. So, hier ist noch Pistolenmunition, Pistolero. Elektrogranaten. Oh, komm. Ich habe noch Platz. Nehme ich mit. Ach, die sind für den Granatwerfer, den ich nicht dabei habe. Die machen draußen Geräusche, die Sachen. Diese Hängehoden.
Lol, lol, mein Scheißsack ist länger als mein Schwanz. Ich weiß nicht, soll ich mal drauf schießen? Ja, ich würde mal, also ich würde eher drauf, ja, okay, aber ich glaube, da tut sich nichts. Vielleicht erst, wenn man dran vorbeiläuft. Ja. Oder wenn man an mehreren dran vorbeigelaufen ist.